lassen. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist das bessere Ende, dass jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dass es jetzt, dass Diana noch immer dort steckt und ihren, ich behaupte jetzt einfach mal, 30 Jahre lang Hass nicht einfach aufgegeben hat. Es gibt keine unansehnlichen Frauen. Es gibt nur zu wenig Wein. Aber sie tut mir leid, muss ich dazu sagen. Sienna tut mir leid. Ich meine, Anna Henrietta ist eine Bitch, Sienna ist auch eine Bitch. Aber sie tut mir trotz alledem leid. Sie ist halt ein Opfer ihrer Umstände. Geralt. Ähnlich wie Anna Henrietta das auch ist. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Dein Gesicht sieht nicht gerade gut aus. Naja, beim letzten Mal sah es noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Ich fühle es schon kaum noch. Wollen wir ihm sagen, wer das fünfte Opfer werden sollte? Oder so... Nein. Also gut, wir können anfangen. Sehr schön, aber benimm dich. Nicht wie ein bezahlter Schläger, sondern wie ein Mann, der die höchste Auszeichnung der Herzogin verdient. Am besten hüllst du dich in würdevolles Schweigen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlächter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damien hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Schrecklichste Zeitpunkt, den Geralt jetzt wählen könnte. Naja, übrigens, deine Schwester wollte ich töten. Ne? Das wird
alles ruinieren, Mann. Machen. Ich habe halt irgendwie gehofft, dass ich so eine Situation unter zwei Augen habe. Sonst hätte ich es halt Damien erzählt. Das Problem... ich kann das doch jetzt nicht für den kompletten Hofstab sagen. Wie wirken das? Los, tu es. Vielleicht kriege ich noch eine andere Chance. Nein, ich mach das jetzt nie. Es ist gerade ein halbwegs okayes Happy End. Das muss ich nicht kaputt machen. Das ist wie eine zweite Auszeichnung. Ich bin geehrt. Vielen Dank. Sicher wirst du guten Gebrauch davon machen. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht, doch mir auch ihre schrecklichen Taten enthüllt. Als Staatsoberhaupt muss ich gerecht über sie urteilen. Aber sie ist meine Schwester. Mein Herz schlägt für sie. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Sylvia Anna herein. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester. Und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Wait, no, das ist nicht das, was ich sagen wollen würde. Wait, stopp! Wait, no! What? Ich würde ganz gern Sianas Geschichte erzählen. Und dann sagen, ey, yo, Brudi, da ist ganz viel kaputt gegangen in den letzten Jahren. Hallo, setzt euch mal beisammen mit Kram, mit dem man sich nicht umbringen kann. Dementsprechend Keksen, die nicht allzu alt sind, und kaltem Tee. Und dann redet darüber. Den Tee vermutlich, wobei lieber ohne Tee, weil Tassen können tödlich sein. Sianna muss wie jeder Straftäter behandelt werden. Am wichtigsten ist, was zum Besten des Herzogtums ist. Gnädige Herrin. Als Staatsoberhaupt sollte dein Reich an erster Stelle stehen. Sianna ist unabhängig von ihren Motiven eine Bedrohung für deine Untertanen. Ja, das stimmt. Die Untertanen zählen. Das darf ich nicht vergessen. Sianna, du wirst vor Gericht gestellt und angemessen bestraft. Doch wir werden immer Schwestern sein. Als Herzogin muss ich dich verurteilen, aber als deine Schwester werde ich dich immer lieben. Wirst du mir vergeben?
Stopp! No! Das war nicht, was ich wollte. Wie habe ich es geschafft, innerhalb von einer halben Sekunde einfach alles Gute, was wir herausgebracht haben, in ein richtiges Kackende zu verwandeln? No! Ihr sagt no! Ich krieg zu viel, Mann. No way! No way! Ich brauche ein paar Blumen. Einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ach, ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Mann! Wie? Schnell und unerwartet. Sie war tot, bevor ich begriff, was geschah. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm, könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen, aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. You know what? Fuck it. Nein. 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 Wait, ich speichere an dieser Stelle einmal ganz kurz. Aber nö. 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 Ich nehme gleich ein anderes. So. Ich nehme gleich ein anderes Ende. Das habt ihr davon. Kennen wir nicht irgendeinen Totenbeschwörer, der uns nur verschuldet? So funktioniert Totenbeschwörung leider nicht. Ritter de Perak Peyron? Tot? Einer der Mächtigen ist gefallen. Das riecht ja köstlich aus der Fasanerie. Was es wohl gibt. Viel Glück bei der Jagd. God fucking damn it, Mann. Wie... Wie kann das in... Ich meine, das ist wie das echte Leben. So ist ja nicht. Aber wie kann es einfach innerhalb von einer halben Sekunde so bad enden? Kannst du bitte... Danke. Petzen wir schon beim Hauptmann, dann killt der die vorher bestimmt. Ich will halt nicht petzen. So. Nicht per se. In derselben Krypta wie die Hexer, ich dachte, du wärst schon fort. Ging nicht. Anna Henrietta war... Wunderbar. Schön. Gut. Die beste Herrscherin, die man sich erhoffen könnte. Und ich habe sie im Stich gelassen. Sei nicht so hart zu dir. Niemand hat damit gerechnet, dass Sianna das noch tut. Und keiner hat etwas getan, weil keiner etwas tun konnte. Ach, du hast sicher recht. Aber wenn eine geliebte Person stirbt, kann man nicht anders, als die Schuld bei sich zu suchen.
dann verlieren selbst die gestähltesten Ritter ihren Mut. Ich wollte der Herzogin meine Aufwartung machen und mich verabschieden. Weiße Rosen mochte sie am liebsten. Geh hinein, sie liegt in der Herzogskrypta. Im gleichen Raum wie ihre Mörderin, trotz meiner Proteste. Was? Wer hat das bestimmt? Der Regentenrat. Ein Rudel alter Männer mit Statuten und Kodizes anstelle von Herzen. In Sianas Adern floss herzogliches Blut und sie ist nie offiziell enterbt worden. Daher wurde bestimmt, dass sie neben Anarietta liegen soll. Und was hat dir das jetzt alles gebracht? Ruhe in Frieden. Es tut mir leid, dass es so enden musste und ich es nicht verhindern konnte. Hoffentlich kannst du mir verzeihen. Ruhe in Frieden. Schicke Krypta und so dezent. Ja, so stelle ich mir meine ewige Ruhestätte vor. In solchen Momenten weiß ich nie, ob du Scherze machst. Nicht doch, Geralt. Es ist bemerkenswert friedlich hier. Und dieser subtile Charme unterstreicht perfekt die Würde der Herzogin. Ach, ihr Menschen versteht es doch immer wieder, mich zu erstaunen. Zu verzweifeln angesichts des Unausweichlichen. Ich bin gekommen, um dich von hier fortzuholen, mein Freund. Nach dem Chaos der letzten Tage hast du etwas Erholung nötig. All die Tode, die ich nicht verhindert habe. Ich fühle mich mies. Ich finde, ich hätte mehr tun müssen. Jetzt ist Toussaint ohne Herrscher. Oder besser, das Chaos herrscht. Und die Verzweiflung. Die Leute haben die Herzogin wirklich gemocht. Ganz Beauclair weint um sie. Emotionaler Massenausbruch? Offenbar haben die Untertanen die Wesenszüge der verstorbenen Herrin übernommen. So sarkastisch? Ich dachte, du hättest Anna Henrietta gemocht. Hab ich auch. Und ich bedauere ihren Tod aufrichtig. Ich auch. Dann trinken wir. Ich glaube, das ist mein Lieblingsende. Ich glaube, von all den Enden, die theoretisch passieren könnten, ist das hier mein Lieblingsende. Und zwar haben wir Sianna, eine Person, die ihr Leben lang falsch behandelt wurde, die nie darüber hinweggehen konnte. Und Henrietta, die es nicht sehen wollte, nicht sehen konnte und die gleichen Probleme hatte wie Sianna und dementsprechend die waren sich quasi ein Spiegelbild. Kein Gegensatz, sondern wirklich ein Spiegelbild. Und dass beide im gleichen Moment sterben durch den jeweils anderen
ne, Sianna tötet Henrietta und Damir, der halt quasi Henriettas rechte Hand ist, tötet Sianna. Es gefällt mir. Insbesondere, nachdem wir herausgefunden haben, warum Sianna so ist, wie sie ist, ist das, glaube ich, ja, ein hervorragendes Ende, wie ich finde. Es gefällt mir. Es macht mich als Spieler, der es durchspielt und durchlebt, hasse ich es natürlich, aber es ist ein gutes Ende. Es gefällt mir. Und da habe ich dich immer für eine so komplizierte Kreatur gehalten, die niemals auf so schlichte Methoden wie das Ertränken von Kummer verfallen würde. Es gibt Sorgen, bei denen hilft einfach keine andere Medizin. Man kann über Sianna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings, es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Stimmt. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist, auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Das Mondlicht. Ich bin überrascht, wie lange jetzt der Epilog hier noch läuft. Sind das jetzt auch wieder Questgegenstände? Ja, ne? So, Handschuhe zum Alraunen sammeln. Und, oh Gottchen, wo ist die Maske? Da. Da. Lädt zum Träumen ein. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Oh. Da lag eine Leiche. Ey, Flo, was geht ab bei dir? Jetzt muss ich hier irgendwo... Sebastian Calambi, Anführer einer besonders graziösen Hanse. Schmerz vergeht, Ruhm bleibt. Werden die mir angezeigt, die Alraunen? Da, ich sehe rot. Nicht 4D3 mit den anderen. Nice. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Ich würde mir ganz gerne wieder meine Brille aufsetzen, danke. Warte, ist sie? Genau, da ist sie. So, zack. Da. Ja, aber ich... Verdammt, wo steckst du? Jetzt sag nicht, dass Mirigis auch nicht stirbt. Come on, ich will jetzt nicht in der schlimmsten Timeline hängen. Regis! Du hast die Hand gegen einen Vampir!
Ich habe getan, was ich musste. Diese Buchse haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Mmh. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft... Überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Hm, danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht reizt es mich wirklich, irgendwann Winzer zu werden. Vielleicht bleibe ich aber auch auf dem Hexerpfad, reise durch die Gegend und sehe mir die Sterne an, wenn ich abends neben der Straße lagere. Ach, Geralt, wie poetisch. Könnte von Rittersporn stammen. Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Hm. Interessanter Gesichtspunkt. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Ei, ei, ei. Ich bin gerade ein bisschen zwiespalten. Ich denke gerade drüber nach, das Projekt hier zu beenden.
Nicht etwa, um euch zu ärgern, sondern weil dieses Ende, was wir jetzt gerade erspielt haben, das Ende ist, was Witcher als Spiel am besten zusammenfasst, wie ich finde. Und zwar in den positivsten Aspekten, die man damit meinen kann. Ja. Also, ich habe jetzt ja glücklicherweise noch ein bisschen Credits, über die ich hinwegreden kann. Ich werde höchstwahrscheinlich für mich privat auf jeden Fall nochmal die anderen Enden anspielen. Schauen, ob ich quasi ein Märchenbuchende finden kann. Oder ähnliches. Ja, und für euch, kauft euch das Spiel. Kauft euch das Spiel. Tut es. Es ist so häufig in einem Sale, wo es sich auf jeden Fall lohnt. Ne, so ist nicht. Also es lohnt sich. Genau. Wir haben jetzt circa 163 Stunden gespielt, glaube ich. Und ich kann da wirklich nur sagen, von den drei Spielen, es sind ja wirklich drei Spiele, ne? So, CD Projekt Red hat drei Spiele gemacht und gesagt, ja, das sind zwei DLCs und ein Hauptspiel. Finde ich Hearts of Stone am besten. Dann Wild Hunt und danach Blood and Wine. Das bedeutet nicht, dass eins von den drei schlecht ist. weil das ist nicht wahr. Na, also, was ich am besten fand an Hearts of Stone war, dass es eine sehr kompakte Story hatte. Ne, die du relativ schnell in Anführungszeichen durchspielen konntest. Ne, und noch immer sehr nah dran warst. Ne, du hattest nur eine Handvoll Charaktere, um die du dich kümmern musstest, um die du Sorgen haben musstest. Und insbesondere der Callback von Gaunter Odim aus dem Anfang von Wild Hunt, dann zu Hearts of Stone wieder zurück. Plus das Leitmotiv von Gaunter Odim, was immer wieder aufgetreten ist während des OSTs, hat für mich Hearts of Stone zum besten Punkt gemacht, auch wenn es für mich den negativsten oder den schlimmsten Start hatte. Also ich fand den Start von Hearts of Stone super langweilig. Holy moly. Ne, dann Wild Hunt, weil ich die Story und das Writing sehr gut fand. Und bei Blood and Wine muss ich gestehen, jetzt bis auf das Ende. Das Ende fand ich, hat super hart angezogen. Auf die positivste Art und Weise. Ne, also qualitätsmäßig halt einfach wieder durch die Decke. Ich fand Blood and Wine nicht nur vom Voice Acting auch, ne, wo ich immer das Gefühl hatte, dass Geralt quasi in den Eimer spricht, ne, oder außen im Eimer raus spricht, sondern auch die Musik war eher so ein bisschen auf der schwächeren Seite, fand ich, wenngleich sie sehr schön war. Also das Theme von Detlef, zum Beispiel mir sehr gefallen, Theme von Serna, was halt immer wieder reingespielt hat, ne, und dann auch Theme von Detlef zu hören war, das hat mir sehr gefallen. Also ich kann auch nur empfehlen, dass man sich den OST anhört, den gibt's auf Spotify, ne, ist kein Problem. Plötze Uke Bosse. Okay, danke Uke. Also den Soundtrack kann man sich auf Spotify anhören, kann ich nur empfehlen. Da habe ich ja ein bisschen was in der Minecraft-Playlist drin. Und ja, also das Writing von Blood and Wine habe ich das Gefühl gehabt, dass man am stärksten gemerkt hat, dass es da keine Romanvorlage hat. Ich weiß nicht, wie es mit Hearts of Stone ausschaut, ob da irgendwie eine Kurzgeschichte oder eine Romanvorlage oder ähnliches existierte. Ne, aber Blood and Wine war halt zum einen Fanservice, das DLC, was nichts Schlimmes ist, aber halt auch sehr viel mit Popkultur am rauszimmern. Ich meine, Grabsteine und sowas sind immer ganz klasse und supi und sowas dafür. Aber auch so im Allgemeinen fand ich zwischendrin, dass Geralt dümmlicher wirkte, als er war oder sein sollte.
Ne, und dass zwischendrin halt so ein bisschen die Charaktere nicht komplett konsistent waren. Aber das ist auch vollkommen okay. Das ist halt... Witcher 3 ist das beste Rollenspiel, was wir bis heute bekommen haben. Ich bin sehr daran interessiert, wie es ausschauen wird mit Cyberpunk 2077, wie sich da spielen wird, ob das quasi nochmal besser ist. Aber für mich muss dann natürlich auch wieder dazu gesagt sein, ich kann mehr mit Rollenspielen anfangen, wo du quasi einen Charakter spielst, ne, und nicht ein Charakter bist. Ne, das ist ja so das Hauptproblem, was ich zwischen Skyrim und Witcher 3 für mich festgestellt habe. Aber ja, wir haben so ziemlich alle Quests gemacht, die wir machen konnten. Eine ist fehlgeschlagen, zwei sind Karten sammeln und eine Quest ist... da habe ich über 1,5 Stunden, glaube ich, reingesteckt. Und die finde ich doof. Punkt. Anders als das ist das Spiel halt wirklich, wirklich gut. Genau. Ich habe nicht mehr allzu viel zu sagen dazu. Welches Projekt jetzt quasi kommen wird, um das hier abzulösen, kann ich auch noch nicht sagen. Ich meine, wir haben ja so oder so jetzt erstmal kein Sonntagsprojekt, während ich Vorlesungszeit habe, weil ich es zeitlich nicht hinbekomme. Und statt immer wieder ein Projekt anzusagen und es dann nicht durchzuziehen, ist halt doof. Oder einen Stream anzusagen, den ich dann nicht durchziehen kann, das ist doof. Die Pester nicht zu vergessen, das waren wir ja nicht, das war ja ein anderer Hexer. Das war ja irgend so ein Depp von der Katzenschule. Ja. Doch, es ist... Das Ende von Blood and Wine, das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Das ist... ein so hervorragendes Ende gewesen, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass da Meinungen auseinandergehen können, ne? So ist es nicht. Die Meinungen können da definitiv auseinandergehen. Da können Leute sagen, das finde ich jetzt aber nicht so toll und pipapo. Und das ist okay. Das ist okay. Aber ich fand das jetzt so die beste Art von Ende, die man irgendwie hätte haben können in diesem Spiel. Genau. Ich bin mir jetzt unsicher, ob die Credits schon durch sind. Oder ob sie sich bereits wiederholen. Ich habe da jetzt nämlich nicht drauf geachtet, aber wir sind jetzt hier gerade bei anderen Firmen und sowas. Willkommen, Bidishim, Eats Metallery und so weiter und so fort. Soft Club. Also ich würde behaupten wollen, dass Bandai Namco Games Korea Limited, ja, dass wir gleich durch sind damit. Doch, es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist so, wow. Es macht mich sogar wirklich traurig, dass es vorbei ist. Ich glaube, ich habe das Spiel damals auch für 15 Euro oder für 10 Euro oder ähnliches in einem Sale gekauft. Und ich hatte kein Problem damit, für dieses Spiel die 60 Euro ausgegeben zu haben. Also hätte ich 60 Euro dafür gezahlt. Das wäre vollkommen legitim für mich gewesen. Sehr schön. Es ist wirklich schade, dass es vorbei ist. Das ist ein... Ja. Ich habe gerade das Gefühl... Okay, wait. Blood and Wine Babies? Gesundheit? Co-founded by the European Union. Guck mal, die EU hat doch noch mal was so gemacht. The Witcher ist eine Marke von CD Projekt. Also wir werden irgendwann noch den ersten und den zweiten Teil davon machen, höchstwahrscheinlich. Wann das ist, kann ich nicht sagen, verspreche ich nichts. Und genau, ganz schön viele Menschen, was? Nachdem wir also alle nochmal einzeln vorgestellt haben, möchten wir uns noch ein letztes Mal bei euch bedanken. Blood and Wine ist das letzte Kapitel von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir hatten überlegt, ist Sweat and Tears oder Damn, we'll miss this.
zu nennen, aber das konnten wir einfach nicht. Als Studio sind wir längst zu anderen Abenteuern aufgebrochen, von denen ihr schon bald hören werdet, versprochen. Aber Geralt wird... Nein! In lebender Erinnerung an Carolina Grotschowska. Ich würde wirklich gerne nach Hause gehen. Und sei es noch so bescheiden. Gehen wir nochmal nach Hause? Komm, wir gehen nochmal nach Hause. Eine letzte Quest haben wir noch. Eine Quest haben wir noch. Ach, Plötze. Irgendwann lässt du dich bitte mal gescheit steuern. Muss nicht heute sein, muss nicht morgen sein, aber irgendwann. Das wäre sehr lieb. Langsamer. Hier müsste ich auch noch irgendwo einen Schnellreisepunkt haben, den ich dann nehmen könnte. Ja, natürlich. Beweg dich. So. Dann einmal hier hoch. Los, los. Jetzt plötzlich ohne Ziel hier entlang, das ist so. So komisch. Ach, guck mal, da ist er. Langsam. Willst du mich nicht mal durchkneten? Da. Schnellreise. Auf. Nach Corvo Bianco. Unser Zuhause. Hallo, der Herr Bauer. Hallo, die Herr, die Frau Katze. Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Unerwartet wie immer. Und hinreißend wie immer. Willst du gar nicht wissen, warum ich hier bin? Oder wie ich dich gefunden habe? Ich würde sowieso keine klare Antwort kriegen. Das stimmt. Deine ganzen Geheimnisse haben mich mal beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass du mir sagst, was du mir zu sagen hast. Ich muss nicht fragen. Ich habe dich vermisst, Geralt. Und wie? Komm nach draußen. Wir können Händchen halten und die Sterne betrachten. Wie in einem Zwei-Kronen-Roman. Du hast ja einige Bücher mitgebracht. Lass mich raten. Du arbeitest an einem neuen Zauber? Gar nicht. Das sind keine Zauberbücher, sondern Schmöker. Der Name der Orchidee, Witwer für ein halbes Jahr. Hm. Ich dachte immer, du wärst viel zu beschäftigt, um zu deinem Vergnügen zu lesen. Das war ich auch. Aber jetzt nicht mehr. Vor ein paar Wochen merkte ich beim Aufwachen plötzlich, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Ich habe keinen Plan und kein Ziel. Und weißt du was? Es gefällt mir. Endlich kann ich aufhören, über Politik nachzudenken und mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Deswegen bin ich hier. Gefällt dir Toussaint? Die Landschaft ist hübsch.
Die Städte sind charmant, keine Frage. Aber? Aber die südliche Sonne ist nichts für meine Garderobe. In schwarzen Kleidern wird einem hier ganz schön heiß. Vielleicht solltest du deine Farbwahl überdenken. Wie wär's mit Eierschale und Erbsengrün? Und beim Duft wechsle ich zu Rüben und Gänseblümchen. Ich bleibe lieber einfach im Schatten. Und du bringst mir regelmäßig was Kühles zu trinken. Ich bringe dir, was du willst. Es ist schon seltsam, ein Zuhause zu haben. Du bist mir nie wie ein Hausbesitzer vorgekommen. Es war eine Art Unfall. Aber ich beschwere mich nicht. Yen, weißt du noch? Vor dem Kampf gegen die wilde Jagd? Da hast du gesagt, du wolltest mit mir fortgehen bis ans Ende der Welt. Reicht dir dieses Weingut? Ja, obwohl eine Sache fehlt. Und zwar? Ich gebe dir einen Tipp. Groß, weiß, vierbeinig. Kategorie Tierpräparation. Oh ja, das Einhorn. Gut, du kannst es mitbringen. Ich wusste, du würdest das einsehen. Hättest du je gedacht, dass dieser Tag kommt? Du und ich in Ruhe und Frieden, Bienengesumm, Vogelgezwitscher. Ich bereue beinahe, dass ich so lange gewartet habe. Ich war ein dummes Huhn. Beinahe? Es muss schwer gewesen sein, mir nachzureisen. Du bist doch stolz wie ein Pfau. Bitte, Geralt. Ich gehöre nicht zu den Zauberinnen, die niemandem folgen können, ohne das Gefühl zu haben, ihnen würden die Flügel gestutzt. Oh, pass bloß auf, was du über deine werten Kolleginnen redest. Du Nestbeschmutzerin. Gut gesagt, Hexer. Du siehst nicht nur gut aus, du hast auch was auf dem Kasten. Du bist die Taube in der Hand. Ja, und außerdem... Verdammt, du hast gewonnen. Diesmal. Ha! Wann haben wir eigentlich mit diesen Wortspielen angefangen? Das weißt du nicht mehr? Auf einer Vernissage in Ban Art, weil du sonst verrückt geworden wärst vor Langeweile. Ich weiß noch, dass ich deinen Sinn für Humor so nervtötend wie liebenswert fand. Ändere dich nie, Geralt. Bitte. Also, reden wir später weiter? Natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Und sei es noch so bescheiden. Hast du Meister Liam und auf unserem Nachttisch haben wir übrigens noch etwas. Da. Brief von Regis. Lieber Geralt, wenn du dies liest, bin ich schon weit fort von Toussaint und du hast meinen Mutagen-Generator gefunden. Du kannst das Instrument natürlich nennen, wie du möchtest. Vielleicht etwas inhaltlich oder geschmacklich passenderes. Ich zweifle nicht daran, dass dein Wissen über Mutagene das meine bei weitem übersteigt. Ich habe in meiner Freizeit an diesem Gerät gearbeitet. Nun ist es fertig. Und ich bin von seiner Funktionstüchtigkeit überzeugt. So überzeugt ein Erfinder eben sein kann, bevor seine Erfindung sich bewährt hat. Gewiss fragst du dich, wozu es dient. Wie der Name schon sagt, generiert der Mutagen-Generator Mutagene. Er absorbiert die elektromagnetischen Energiewellen von Körpern, in diesem Fall von den Körpern der Monster und Bösewichte, die du tötest. Und wenn er hinreichend aufgeladen ist, wandelt er die Energie in ein großes Mutagen um, für das du zweifellos gute Verwendung haben wirst. Leider bin ich Amateur, daher musst du mir vergeben, dass sich der Betrieb des Apparats nicht steuern lässt. Welches Mutagen du erhältst, ist dem Zufall überlassen. Es kann rot, grün oder blau sein. Ich habe allerdings bemerkt, dass sich die Farbe meistens abwechseln. Gewiss findest du mein Geschenk nützlich. Dein ergebener Freund Emil Regis Rohelek Terziev Godefroy. PS, du magst dich fragen, warum ich den Mutagen-Generator einfach bei dir abgeladen habe, anstatt ihn dir persönlich zu überreichen. Nun, das tat ich aus Bescheidenheit, ob du es glaubst oder nicht. Alles Gute, Geralt. Möge mein Geschenk dir nützen. Und das ist noch der Brief, der das fünfte Opfer enthüllt. Nehmen wir noch den Mutagen-Generator mit. Das ist ein
Festgegenstand. Ist das ein sonstiger Gegenstand? Ach. Schaut aus wie ein Fluxkapacitor. Nee. Sehr schön. Dann war's das mit Witcher 3. Das waren viele, viele Stunden. Ein hervorragendes Spiel. Und eine Reise, die es definitiv wert war.